kostet eine sehr große Überwindung, eine Wiederbelebung zu starten oder dabei mitzumachen. Ich würde hingehen, schauen, was los ist, ihn ansprechen. Wenn ich selbst nicht helfen kann und er bewusstlos wäre, würde ich möglichst schnell Hilfe holen. Eine extreme Situation für jeden Helfer und jede Helferin. Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst. Also, die kommen jetzt. Genauso groß ist die Hürde, dabei ein Elektroschockgerät einzusetzen, von dem man nur weiß, wo es ist, aber nicht, wie es funktioniert. Pads auf den entblößten Brustkorb des Patienten kleben. Wir zeigen Ihnen, wie einfach alle einzelnen Schritte bei einer Wiederbelebung eigentlich sind. Trauen Sie sich und retten Sie ein Leben. Pads auf den entblößten Brustkorb des Patienten kleben. Schock abgegeben. Sie können es, ganz bestimmt.